Live und direkt vom St. Pauli Stadion. Mein erstes Mal ein Fußballspiel gucken und von St. Pauli im Westen. Land in Sicht, Matrose, das ist mein Stadtteil St. Pauli. Die Inseln müsst euch eigentlich bekannt sein. Hier bist du dein Geld los, Partys auf der Meile. Nach dem Raubzug feiern Piraten in der Kneipe. Schreie aus dem Stadion, nicht mehr lange bis Randale kommt. Altbaubuden und keine Pavillons, wenn du von der Straße kommst. Weißt du, wie es ist, wenn du dein Viertel liebst, egal wie dreckig es ist. Dönerbuden an jede Ecke, die Fassaden sind kaputt. Zugebombt, runtergekommen, wenn die Maler machen Kunst. Ich bin mit Jungs, sieh mal nicht an, Mucken sollte man. Sonst kriegst du noch die aufgestauten Aggressionen von uns ab. Die erste Halbzeit ist vorbei. Da war viel Hin- und Her-Action, aber kein Tor ist gefallen. Und die andere Mannschaft hatte viele Chancen. Die andere Mannschaft hatte schon viele Chancen, zwei Kopftorchancen oder so. Aber im Endeffekt war nichts Gefährliches dabei. Pauli ist noch da, ja. Zerstört. Wochentags überleben, Wochenende wegballern. Deine Blicke sind ein Zeichen, ich nimm dich ins Bett, Mama. Hier gibt's gute und auch schlechte Zeiten. Scheiß auf Ferien, das wahre Leben, keine Berichte aus Medien. Heb die Fahne hoch, Santa Pauli Patriot. Das geht an alle Piraten, die hier am Hafen wohnen. Heb die Fahne hoch, Santa Pauli Patriot. Mittlerweile sind wir Landratten. Heb die Fahne hoch, Santa Pauli Patriot. Wir sind hier aber gerade in einem Bereich, wo St. Pauli stand. Wo man sonst nicht hin kann. Intifada Style, Pauli gegen Staatsgewalt. Der schwarze Block versammelt sich gegen den Nazi-Scheiß. Rostocker Fans haben nicht so viel zu lachen, denn Pauli-Pullis tragen mittlerweile auch Kanaken. In den Schatten von den Blocks, Paranoia vor dem Kopf. Denn jeder Zweite macht sein Geld mit Autos oder Stoff. Ich bekomm das alles mit, ich seh das jeden Tag. Wie die Bambule, Straßenbarrikaden, wohne daneben, Mann. Und ich liebe mein Viertel, Mann, ich geh hier nicht weg. Juppies versuchen zu entern, wir verteidigen das Dreck. Du siehst Emos in der Hood, du riechst Hero in der Luft. Komm mal in die Seitenstraße, Mann. Ja, wir waren hier gerade zum ersten Mal beim Pauli-Spiel. Jetzt probieren wir hier auf dem Kiez beim neuen St. Pauli-Shop Klamotten aus. Die wird da mal mitgenommen. So, das war's. Cool, dass ihr eingeschaltet habt.